Hey, wie geht es euch heute, Leute? Mein Name lautet Danny Bönitsch. Willkommen zu einem neuen Video von mir. Und dieses Mal habe ich mal wieder einen Gast am Start, wie eigentlich fast in jedem meiner Videos. Und deswegen sagt mal Hallo. Hallo meine lieben Freunde, auch aus meiner Sicht auf meinem Kanal. Heute reden wir mal ein bisschen über die Top-Animes, die wir finden. Ja. Ganz genau, allgemein über Animes, auch die besten Animes und so weiter und so fort. Aber vorerst wollen wir erstmal noch ein paar Sachen ankündigen. Genau. Und zwar haben wir beide, soll ich den? Ja, red du. Okay, und zwar haben wir beide einen Let's Play Channel aufgemacht, die sind unten in der Beschreibung verlinkt. Da solltet ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen, ist echt grandios, was wir da drauf machen. Alle anderen Spiele werden da gezeigt, also wenn ihr sowieso Fans von unseren Videos seid, dann ist der Channel das Beste, was euch jemals passieren konnte. Fast so gut wie Snickers Eis, aber nicht ganz so gut. Außerdem findet am Freitag... Nee, niemals. Nee, Digga. Warte, aber auf jeden Fall, wenn ihr jetzt sagt, ja, wir sind faul, in die Videobeschreibung gucken. Unsere Links sind beide Links, die ersten zwei Links sind unsere Kanäle. Deswegen seid nicht zu faul, Freunde. Es lohnt sich definitiv. Ganz genau, schaut euch das mal an und dann könnt ihr entscheiden, ob ihr abonniert oder nicht. Aber ganz wichtig, eine Sache, und zwar am Freitag findet ein 24-Stunden-Livestream statt. Der geht vom Freitag 20 Uhr bis Samstag 20 Uhr. Und das wird auf jeden Fall extrem geil. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Wir werden Giorgio, ich und das war's nicht. Nicht was. Nein, da werden auf jeden Fall viele Leute dabei sein. Ich freue mich drauf und seid auch dabei. DannyBurnage.tv. Nee, Quatsch. Twitch.tv/DannyBurnageLive. Und dann sehen wir uns. Digga, du bist eigentlich schon ziemlich frech, ne? Du machst Werbung für dein Livestream auf meinem Kanal. Du bist schon übelst frech. Ach so, das kommt ja auch auf deinen Kanal, ne? Ja, ist aber nicht schlimm. Oh, okay, also, Leute. Nee, das ist ja auch gut. Ich bin ja auch dabei, Freunde. Auf jeden Fall mal da vorbeischauen. Ich werde das auch unten in die Videobeschreibung reinballern. So, Animes. Ein ganz, ganz, ein Thema, was mein Leben sehr geprägt hat. Und zwar hat das alles angefangen. Soll ich anfangen, Giorgio? Ja, fang ruhig an. Okay, danke. Nicht, du kannst es einfach nicht so gut wie ich, aber ist auch gar nicht so schlimm. Ey, Digga, weißt du, wo das überhaupt angefangen hat, wo ich gesagt habe, ja, schleck mal, und seitdem machst du das immer so. Nein, Digga, ich hab so angefangen. Nein, Digga. Ach komm, Giorgio, laber gar nicht. Okay, weiter, los, komm. Animes, auf jeden Fall. Das war, bei mir hat es angefangen, dass ich immer abends von der Schule, gut, das hat eigentlich angefangen, als ich noch ganz kleines Kind war, aber an die Zeiten, wo ich immer von der Schule, ich glaube, es war immer 13 Uhr oder so, und ich wollte immer von der Schule nach Hause kommen und wollte unbedingt Pokémon gucken. Das war meine damalige Lieblingsserie bis zum geht nicht mehr. Da gab es auch noch neue Folgen und ich wollte wirklich immer Pokémon sehen. Das Problem war immer, dass zwei Folgen liefen. Und ja, das Problem war, ich kam nicht zu früh genug nach Hause und konnte immer nur die zweite Folge gesehen. Und dann habe ich mich so gefreut, als ich endlich einen neuen PC hatte. Und da hatte ich auch einen Fernseher drauf. Und mit diesem Programm, wo ich Fernseher drauf gucken konnte, konnte ich auch aufnehmen. Und dann habe ich den Fernseher mal morgens angemacht und die ganze Zeit aufnehmen lassen, damit ich die Pokémon-Folge sehen kann. Okay. Ja, also das war eigentlich deine, also das ist eigentlich die Serie, die du am meisten gefeiert hast, oder was? Das war damals, als ich kleines Kind. Die ganzen anderen Serien, die kamen später. Allgemein habe ich immer Pokito geguckt, also das war nicht nur Pokémon, sondern das war meine Lieblingsserie. Da lief auch Detektiv Conan, da lief... Aber Digimon. Man muss auch sagen, Pokito ist eigentlich relativ spät gekommen. Also Pokito ist eigentlich noch, gut, du bist ja auch viel jünger als ich. Ja, aber, deswegen. Bei mir war das Ding, Pokito war noch sogar die Zeit, wo ich schon fast aufgehört habe mit Animes gucken. Weil bei mir war davor eigentlich jeden Abend 19.05 Uhr an die Zeit, Freunde. Dragon Ball Z. Also, das ist ja bei mir das absolute mega, mega, mega Anime. Also, es gibt für mich eigentlich nichts Geileres, auch wenn alle immer sagen, ja, aber gut, das zieht sich immer so übel lang. Dann in einem Kampf, da schreien die nur rum und dann, was weiß ich, hast du ein paar Sekunden Kampf, dann schreien sie wieder rum. Aber, Freunde, das war doch das Feeling. Das war doch das mega Feeling, wenn du davor saßt und selber Super Saiyajin werden wolltest. Ja, das Alter, war, ja. Das war eigentlich das mega Feeling. Ich habe auch eine kleine Liste gemacht, hier auf meinem Kontoauszug. Und meine Top 5 habe ich da mal drauf geschrieben. Und deswegen möchte ich da auch jetzt gar nicht mit Dragon Ball anfangen, weil Dragon Ball ist natürlich ganz an der Spitze. Aber will aber auch nichts dazu sagen. Ja? Verrat noch nicht alle deine ganzen Top 5. Ja. Sondern langsam erst. Also Dragon Ball ist auf jeden Fall bei dir Platz 1, ne? Ja, klar. Kann ich nur zustimmen, bei mir auch. Pokémon war einer der ersten Sachen, die ich als Kind abgefeiert habe. Leider haben sich die Zeiten haben sich halt geändert, zum Teil auch leider. Aber mittlerweile finde ich doch schon Dragon Ball Z wesentlich besser, vor allem dieses Feeling. Alter, als ich zum ersten Mal gesehen habe, wie Son Goku gegen Freezer gekämpft hat, ne? Ja. Digga, weißt du, wie ich mich da gefühlt habe, Alter? Digga, Alter, unnormal. Digga. Oh, vor allem, das nervt doch immer. Es sieht wirklich, ich verstehe das gar nicht. Ohne Scheiß, Freezer hat ihn so oft auf die Fresse gehauen, ne? Ja. Er hat ihm so oft geschlagen, aber aus irgendeinem Grund, der ist einfach nicht gestorben.
Soll ich auch sagen, das ist ja auch die Botschaft von Dragon Ball. Die Botschaft ist, man soll immer an sein Herz glauben und immer an das Gute. Dann besiegt man definitiv, egal wie aussichtslos es gerade aussieht, das Böse. So, das war schon immer die Botschaft, die Dragon Ball. Auch Dragon Ball hat eigentlich auch immer die Botschaft gebracht: gemeinsam sind wir stark. Zum Beispiel mit der Genki-Dama. Ja. Mit die ganze Welt hat er zusammengehalten. Alle die Hände hoch, bam. Und ich fand das aber geil. Ich habe auch bei YouTube so einen geilen Kommentar gelesen. Also damals unter meinem Anime-Video mit Danny Burnage. Da hat irgendeiner geschrieben: gib einen Daumen hoch auf meinen Kommentar und wir zerstören die Hater mit der Genki-Dama. Und ich fand das so übertrieben geil. Und es ist einfach, ja, es stimmt so. Damals haben alle einfach zusammengehalten und das war einfach die Botschaft von Dragon Ball. Ja, was ich auch übel traurig finde, ist einfach, dass heutzutage die Leute mit was anderem aufwachsen. So, weißt du, guck mal, wenn man ein kleines Kind ist, dann braucht man halt so Vorbilder wie Son Goku. Man wollte immer so wie er sein oder keine Ahnung, wie Ash Ketchum oder wie der auch immer, genau, so heißt er. Man hat immer Vorbilder gehabt. Heutzutage haben die irgendwelche Berlin-Tag- und Nacht-Vorbilder, irgendwelche schwulen Leute irgendwie. Und das sind gar keine Vorbilder, Leute, das kann man sich nicht nehmen. Und deswegen, ganz ehrlich, guckt irgendwie im Internet nach. Ihr habt ja Internet, sonst könntet ihr unsere Videos ja nicht gucken. da gibt es so viele Dragon Ball Z-Folgen auf Deutsch, auf Englisch, auf was, wie auch immer. Und das sollten eure Vorbilder sein. Ganz ehrlich, wenn ihr noch jung seid, dann guckt nicht Berlin Tag und Nacht, das ist ohne Scheiß. Ich hasse das, Alter. Ich musste mir das mal angucken. Ich war auch so dumm, habe mit meiner Ex das dann immer geguckt. Zu Hause selber habe ich das nie geguckt. Ich bereue es auch, weil ich finde, das ist totaler Mist. Aber das ist ja Geschmackssache, okay? Ich verurteile auch nicht die Leute, die das irgendwie gucken. Aber wenn ihr junger seid, dann habt ihr eine viel bessere Erinnerung. Ihr seht, wie wir davon schwärmen. Digga, ich verurteile die Leute auch nicht, die das angucken, weil ihnen wird ja auch nichts anderes serviert. Ich meine, dafür gibt es uns YouTuber ja auch. Aber man muss auch ehrlich sagen, wir können ja auch nicht so viele Videos produzieren, dass ihr den ganzen Tag versorgt seid. Und deswegen, klar, greift man da ab und zu zum Fernseher zurück. Und man muss eigentlich nicht den Leuten ans Bein pissen, die es gucken, sondern den Leuten, die es produzieren und die es auch noch befürworten, dass sowas vor Animes ausgestrahlt wird. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Aber ich finde, wir schweifen gerade ein bisschen vom Thema ab, weil das Gute ist ja eigentlich, wir wollen ja eigentlich nur über die guten Animes reden, damit die Leute auch Bescheid wissen und vielleicht mal ein bisschen rumgoogeln und sich die geilen Serien angucken können. Ja, eine Sache will ich dazu noch sagen, wegen den Schuldigen, die das ja so veröffentlichen. Digga, man muss ja auch sagen, seien wir mal ehrlich, Berlin Tag und Nacht ist für Jugendliche, für Ältere und sogar für Alte gemacht. Okay, für Alte jetzt vielleicht nicht so, aber... Ich finde, das ist eher für Frauen gemacht. Und eher für Frauen, ja, aber guck mal, ist dir aufgefallen, dass bei GZS zum Beispiel, ne? Ja. Am Anfang gab es noch gar keine Kinder, dann haben die gemerkt, die Jugend regiert. Die Jugend regiert und dann... haben die Kinder eingeführt, weißt du, was ich meine? Haben die extra gemacht, damit sie mehr Zuschauer... Ist es euch schon mal aufgefallen? Könnt ihr uns ja in die Kommentare schreiben. Außerdem könnt ihr uns auch reinschreiben, was eure Lieblings-Anime-Serien sind. Definitiv. Und, also könnt ihr ruhig ein bisschen mitdiskutieren und eure Meinung dazu sagen. Würde uns nebenbei auch mal so interessieren. Ey, wusstest du, das wusste ich bei gut zu wissen, Alter, kam das. One Piece ist der meistverkaufteste Anime, Digga. Ernsthaft? Ja, One Piece. One Piece hat Dragon Ball besiegt, kann man schon fast sagen. Aber das liegt auch nur daran, weil von One Piece werden immer wieder neue Folgen... Erstellt und bei Dragon Ball leider nicht mehr. Ja. Aber es kommt ja jetzt, es ist ja ein Kinofilm in Japan rausgekommen von Dragon Ball und ich freue mich, wenn der wirklich nach Deutschland kommt. Ich bin der Erste, der im Kino sitzt. Ja, vor allem One Piece ist auch schon extrem, 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 extrem geil. Man muss ja, zu One Piece kann man echt nichts Schlechtes sagen. Es ist extrem geil gemacht, man mag die Charaktere, das ist auch extrem wichtig. Ganz ehrlich, wenn Son Goku kurz vorm Sterben ist, ohne Scheiß, ich glaube, mir kam sogar damals eine Träne. Ja. Boah, das muss was heißen, Leute. So richtig mitgefiebert. Ja, Ich heule eigentlich fast nie. Und wenn mir schon eine Träne kommt, dann heißt es was, ja, dann heißt es wirklich was und dann ist es auch wirklich wert, das zu gucken. One Piece auch extrem geil, aber ich muss ehrlich gestehen, Digga, One Piece habe ich mir nicht alles angeguckt. Ich auch nicht, ich muss auch sagen, ich weiß auch gar nicht warum, ich finde irgendwie, One Piece ist auch viel zu spät gekommen, ich bin ja jetzt schon fast 23 Jahre alt und das Ding ist, ich war einfach der Dragon Ball Gucker, ich habe Dragon Ball geguckt, also das normale, dann Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, ich habe eigentlich alle Dragon Balls geguckt und... Ja, davon kam ja auch immer die Wiederholung und die habe ich mir auch reingezogen und One Piece kam ja eigentlich relativ spät nach Deutschland oder so, ich weiß es nicht, mich hat das nicht so erreicht. Mich auch nicht irgendwie. Das Ding ist, wenn ich es damals mal vor ein paar Jahren, habe ich das immer auf Tele 5 geguckt, ich weiß nicht, ob ihr den Sender kennt, da kam das echt manchmal so 5-6 Folgen hintereinander dann war ich auch übelst süchtig, das zu gucken. One Piece ist echt ein verdammt geiler Anime, ja. Es gibt natürlich auch Animes, die auch bestimmt richtig geil sind, die aber halt nicht bekannt sind und das finde ich halt schade. Die sollten die mal lieber nach Deutschland bringen. Wie zum Beispiel jetzt für die Neueren ist ja jetzt Naruto und so, da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Ich habe Beyblade geguckt, Yu-Gi-Oh!, Pokémon, Digimon und so weiter und so fort. Damit bin ich groß geworden. Beyblade war auch noch ein Rand der Grenze, muss man auch sagen.
Ja, das stimmt. Und da gab es ja auch noch ganz verschiedene Sachen. Kennst du zum Beispiel noch Detektiv Conan? Ja, aber das fand ich jetzt nicht so geil. Nein, echt nicht. Ich liebte das. Ich weiß, der kleine Junge ist pervers und so, der war schon cool. Ah, das war ja gar nicht, das war Chin Chan. Das war ja gar nicht Detektiv Conan, Digga. Das war Chin Chan. Ey, der fand ich auch übelst geil, den kleinen Perversen, Alter. Ja, vor allem bei Detektiv Conan, ne, will ich noch eine Sache dazu sagen. Mich hat das so angekotzt. Das ist verdammt nochmal nie rausgekommen. Ich weiß nicht, ist mittlerweile rausgekommen, dass er eigentlich gar nicht so klein ist. Es kotzt mich an, dass. Zum Beispiel, guck mal. Jetzt, Digga. Guck mal. Stell dir mal vor, du bist klein geworden, ne? Er hat ja Pillen bekommen, ne? Ja. Und deine Freundin, die ganze Zeit nach dir sucht, ist die ganze Zeit neben dir, weiß aber nicht, dass du so klein bist. Ja. Oh, ja, das stimmt schon. Aber ich finde ja auch krass, zum Beispiel jetzt auch bei Dragon Ball GT ist das ja auch so. Son Goku wurde ja auch nochmal klein. Und ja, das gibt auch so ein ganz neues Feeling. Wie soll ich sagen, Alter? Ich finde auch Dragon Ball GT ist jetzt noch nicht mal halb so gelungen wie Dragon Ball Z. Nee. Dragon Ball Z ist einfach, glaube ich, für mich das Anime, was überhaupt nur übel krass ist. Ich war auch dem letzten Saturn und da gibt es ja auch diese Bündel davon. Alter, die sind unnormal teuer, Alter. Ich glaube so 10 ernsthaft? Folgen, 40 Euro oder so. Was? Jetzt ernsthaft? Digga, übelst teuer. Und wenn ich irgendwann mal Bock habe und es einsehe, dann werde ich mir auch alle Bündels kaufen. Weil ich finde, irgendwann, wenn ich mal einen Sohn habe oder eine Tochter, du wirst auch gezwungen, das zu gucken. Dann werde ich es auf jeden Fall bei der Tochter oder meinem Sohn servieren. Weil, klar, es wird gekämpft, mir wurde es auch früher verboten von meinen Eltern, weil ich immer aggressiv wurde dadurch, aber die Botschaft dahinter, ich würde es auch nicht meinem Kind jetzt geben, wenn er 8, 9 Jahre alt ist, bin ich mal ehrlich, weil Dragon Ball ist da schon ein bisschen brutal, aber irgendwann, wenn er 12, 13 ist das eigentlich komplett vertretbar. Ja, vor allem, das Ding ist, viele sagen ja auch immer, ganz ehrlich, wer hat kein Kamehameha versucht, als er klein war? Selbst wenn ich schwimmen gehe, ne, mache ich das immer noch. Ja, vor allem, Digga, ich sag dir was, ne, mit Fantasie klappt alles, Alter. Ja. Es hat natürlich nicht geklappt, aber mit Fantasie hat es wieder geklappt. Da hat man sich das vorgestellt und das waren wirklich geile Zeiten und deswegen will ich mich, ganz ehrlich, meiner Kindheit irgendwie nichts unterstellen, dass sie schlecht war oder so. War wirklich eine geile Zeit, vor allem das hat wirklich auch einiges geprägt, aber Digga, ich wäre jetzt dafür, dass du mal zu deinem zweiten Anime kommst. Hey, danke für das schöne Schauen dieses Videos hier. Lass jetzt einen Daumen nach oben, dann lade ich morgen gleich den zweiten Part hoch. Schreib mir in die Kommentare, was dein Lieblingsanime ist und welche Anime dein Leben geprägt hat. Unsers, ihr habt ja bis jetzt erfahren, war Dragon Ball Z. Und diskutiert ruhig mit uns in die Kommentaren. Und wenn dieses Video viele Likes bekommt, dann lade ich auf jeden Fall morgen den zweiten Part hoch. Ich freue mich auf euch und wir sehen uns dann auf einem 3, 2, 1. Tschüss!